gehst du in der Stadt, was mich, macht dich da satt? Eine Currywurst. Und damit sind wir auf Sendung in 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin's wieder, euer Daniel Michael. Wie man sehen kann, befinden wir uns nicht auf der Bühne, sondern im Spieleheim bei der Freilichtbühne Herdringen. Die Premiere des Wintertheaters. Und neben mir, beziehungsweise hier am Tresen, ihr erkennt ihn wieder bestimmt aus dem Sommertheater und das hat Zoom gemacht. Und neben mir stehen einmal die Spielleitung Anja und Petra, Penny und auch Spielleitung. Hallo zusammen. Wo befinden wir uns denn hier gerade? Wir sind hier gerade in Pennys Hansibar. Okay. Und um was geht es hier, das Stück? Also das heißt ja Currywurst und Pommes. Ja, die Hansibar steht auf einer Autobahnraststätte. Und ganz viele Leute auf dem Weg in den Urlaub machen hier Rast, essen und trinken was. Und nach 3 Wochen kommen die aus dem Urlaub wieder, in anderen Konstellationen, als sie hingefahren sind. Lasst euch überraschen! Wie waren die Vorbereitungen hierzu? Anstrengend, weil dieses Stück hat circa 80 Rollen. Wir spielen es mit 20, 25 Personen, sodass jeder eine Rolle, teilweise 5 Rollen hat. Viele Leute unter einen Hut zu kriegen, ist schon schwierig, gerade so in der Probenzeit. Aber es hat geklappt. Okay. Welche Rolle spielt ihr? Ich spiele die Penny in der Hansibar. Ich bin die Spielleitung und vertrete nur zwischendurch mal. Mhm. Was ist für dich das Leichte und das Schwierige daran? Das Leichte, sich einfach in die Rolle reinzuversetzen, und es macht so viel Spaß. Man erlebt es einfach wieder, die Leute, die da kommen. Schwierig, jede Menge Text. Heute war ja die Premiere. Bis wie lange spielt ihr? Also wir spielen jetzt bis wirklich ganz kurz vor Weihnachten, bis zum 20. Dezember. Aber Karten gibt es leider nicht. Im Vorfeld ist schon leider alles ausverkauft gewesen. Okay. Dann, wie gesagt, halt eben, was erleben die Zuschauer? Sind sie mit eingebunden? Die Zuschauer sitzen ganz nah dabei. Die sind eigentlich mit auf der Autobahnraststätte. Das fängt schon draußen vorm Spielerheim an. Das sieht schon so ein bisschen nach Parkplatz aus. Und auch hier drin, die sind mit auf der Raststätte und ja, erleben hautnah, was die Leute, die Reisenden, die hier ankommen, an der Hansibar essen, trinken, machen, Gespräche. Mittendrin standen wir dabei. Okay. Was ist das Besondere am Wintertheater und woran ist der Unterschied zwischen dem Sommertheater, den wir ja auf der Bühne draußen, und dem Wintertheater hier im Spielerheim haben? Es ist viel näher dran. Die Leute sitzen uns praktisch auf dem Schoß. Also im Winter kann man so Texthänger nicht ganz so gut vertuschen. Im Sommer kann man sie auf der großen Bühne ausspielen. Hier eher nicht so. Aber es ist klein, gemütlich und das lieben viele Leute. Nicht so groß. Familiärer. Genau. Ja. Okay. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Ja, wie lange ungefähr kann man so das Stück noch einplanen von der Zeit her? Also wir spielen zwischen 2,5 und 3 Stunden ungefähr. Kommt so drauf an, was wir im Text vergessen oder wie lang die Pause ist. Genau, inklusive Pause habt ihr ja auch. Ja, irgendwas zwischen 2,5 und 3 Stunden. Das heißt ja halt eben, die Verpflegung ist ja dann nicht draußen am Kiosk, sondern die ist ja auch dann nochmal hier mit drin im Spielerheim. Ja, aber es gibt immer noch lecker Brezeln und lecker Bockwürstchen. Genau. Das Besondere am Wintertheater ist aber eigentlich auch die Kulisse. Mhm. Weil, wenn man da mal so in die Ecken guckt, da sind überall ganz kleine Details. Zum Beispiel da hinten die Mauer, wo die Toilettentür ist. Da fallen die Steine schon raus, da sind Risse in der Mauer. Da in der Ecke, da sitzt ein kleiner Igel, da wächst Moos. Und das ist eigentlich die ganz persönliche Hand von unserem Bühnenbauer, der 4 Wochen lang, ja, weil wir vorher keine Zeit hatten und noch nicht auf die Bühne konnten, alles ziemlich alleine gebaut hat. Und in Liebe zum Detail vollendet. Ja, und ich müsste mal sagen, ich habe meinen Mann 4 Wochen lang nicht gesehen, denn entweder war er hier oben, hat gebaut, unten im Keller, oder ich war zur Probe. Okay, und zwischendurch haben Sie sich mal hier oben im Spielerheim getroffen. Genau, ja. Okay.
Ja, wie gesagt, Karten sind ja für diese Saison aus. Aber wo kann man euch noch im Internet finden? Eure Internetseite? Arnsberg TV. Fernsehen. Arnsberg Fernsehen, okay. Und www.flbh.de. Genau. Ja. Da gibt es dann nämlich auch unser neues Sommerprogramm, weil genau. Im nächsten Jahr spielen wir im Familientheater Tannenzahn und als Erwachsenentheater zum Sterben schön, ebenfalls ein Musical. So sind wir dann einmal nächstes Jahr im Dschungel und einmal in London. Genau. Genau. Dann noch, ja, eure Gruß- und Abschlussworte für heute die Premiere. Wie fandet ihr? Super toll gelaufen. Wir haben die Bühne gerockt. Ja. Genau. Und jetzt müssen wir unbedingt ein Bier trinken gehen. Ja, wir feiern jetzt. Genau. Ciao. Premiere. In diesem Sinne und damit zurück ins Studio. Und jetzt winken. Ciao. Dankeschön. Bitteschön.